wieder, eure Mizo. Und heute erzähle ich euch ein paar Dinge über den Kuwari. Der Kuwari, auch Doppelkammbeutelmaus genannt, ist ein 16 bis 18 cm großer Raubbeutler, dessen Schwanz nochmals 13 bis 14 cm lang ist. Das heißt, fast so lang wie sein Körper ist. Er lebt in Zentralaustralien. Dort findet man ihn meist auf dem Boden. Gut klettern kann er dennoch. Er lebt alleine oder in kleinen Gruppen im tropischen Grasland oder in der Wüste. Nachts verlässt der kleine Raubbeutler seinen unterirdischen Bau und sucht nach Insekten, Eidechsen und kleinen Vögeln. Das heißt, dass der Kuwari ein nachtaktiver Jäger ist. Jeder Wurf besteht aus 5 bis 6 Jungtieren. Der Kuwari pflanzt sich bis zu 2-mal im Jahr fort. Ihr Vorkommen ist bedroht, da das Grasland überweidet wird. Das heißt, dass wir Menschen diese Fläche nutzen, um Feldfrüchte anzupflanzen. Damit geht der Lebensraum der Kuwaris verloren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Mizo.